Am Wort ist jetzt Merit Isoski von den Grünen. Sowohl hier im schriftlichen als auch in der mündlichen Vorbringung sehr wortreich ausgeführt, dass Sie dieser Bundesregierung Stillstand unterstellen. So weit, so gut, ist nichts Neues, das tun Sie mittlerweile litaneiartig. Aber wie sieht denn nun dieser Stillstand aus, den Sie hier mittlerweile in Dauerschleife auch dieser Bundesregierung unterstellen? Abschaffung der kalten Progression, automatische Inflationsanpassungen wichtiger Familien- und Sozialleistungen, ökosoziale Steuerreform, Pflegereform, Zufallsgewinnabgabe für Energiekonzerne, persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderungen, Plastikpfand, elektronischer Mutter-Kind-Pass, Klimaticket, kostenlose HPV-Impfung bis zum 21. Lebensjahr, ein neues Parteienfinanzierungsgesetz, Verlängerung der Kronzeuginnenregel, hürdenfreie Ermittlungen der Staatsanwalt und vieles mehr. Und das bezeichnen Sie allen Ernstes als Stillstand? Wirklich? Ich bezeichne das als das Umsetzen wichtiger struktureller Reformen, die Jahre und Jahrzehnte lang von großkoalitionären Stillstandsregierungen versprochen worden sind und jetzt endlich umgesetzt werden. Sie schreiben hier in Ihren Ausführungen in der Begründung der dringlichen Anfrage ein vernichtendes, ich zitiere das, ein vernichtendes Urteil für die Arbeitsmarktpolitik der Regierung herbei. Und ich frage Sie, wie kommen Sie denn bitte zu diesem Befund? Wie kommen Sie zu diesem Befund, wenn ich mir die aktuellen AMS-Zahlen anschaue vom November 22? Dann sehen wir nämlich, wir haben aktuell die niedrigste Erwerbsarbeitslosenquote in diesem Jahrtausend. Die niedrigste Quote in diesem Jahrtausend im Vergleich zum Vorjahr ist die Erwerbsarbeitslosenzahl um 11% gesunken um 11%. Und die Kollegin Nussbauer hat gerade Frauen angesprochen, ich sage es ganz präzise, um 13,6% bei Frauen, um 8,7% bei Männern. Das ist Ihrer Meinung nach ein vernichtendes Urteil für die Arbeitsmarktpolitik? Schauen wir uns die Verweildauer an, also die Anzahl jener Tage, in denen Erwerbsarbeitslose eine neue Arbeitsstelle finden. Im Juli 21 hat diese Verweildauer durchschnittlich 187 Tage betragen und im Juli 22 sind es 140 Tage, also um 47 Tage weniger. Das ist Ihrer Meinung nach ein vernichtendes Urteil. Für mich ist das Ausdruck einer erfolgreichen Arbeitsmarktpolitik dieser Bundesregierung in einer Zeit, die durch viele Krisen geprägt ist, Corona-Krise, der Angriffskrieg von Russland und auch diese fossilgetriebene Inflation und die Energiekrise, das ist wirklich sehenswert, was hier gelungen ist. Wie ist das gelungen? Was haben wir also arbeitsmarktpolitisch gemacht? Wir haben auf Expertinnen gehört und eine Grundregel der Arbeitsmarktpolitik befolgt. Und diese Grundregel lautet, in der Krise sollst du schulen. Und das haben wir gemacht. 700 Millionen Euro haben wir für die Corona-Job-Offensive zur Verfügung gestellt. Und so haben wir 114.000 Menschen in unserem Land Weiterbildung möglich gemacht, Umqualifizierungen möglich gemacht und möglich gemacht, dass sie einen neuen Job finden. 114.000 Menschen. Und Frau Klubobfrau, Sie haben explizit auch in Ihrer Rede Langzeitarbeitslose thematisiert und ich sage Ihnen was. Mit dem Programm Sprungbrett ist es uns gelungen, die Zahlen der Langzeitarbeitslosen praktisch zu halbieren. Wir haben insbesondere für Menschen, die zum Beispiel aufgrund ihres Alters, aufgrund gesundheitlicher Probleme oder aufgrund einer Behinderung in den letzten Jahren eher weniger Chancen hatten am Arbeitsmarkt, hier Einstiegshilfen geschaffen, neue Jobs kreiert und damit auch besonders jenen Menschen, die armuts- und ausgrenzungsgefährdet sind, hier neue Perspektiven auf ein Einkommen gegeben. Wir finden das gut, unser Koalitionspartner, die ÖVP, findet das gut, deswegen machen wir das. Man könnte jetzt auch meinen, dass hier im Hohen Haus alle Parteien das gut finden. Langzeiterwerbsarbeitslosigkeit bekämpfen, aber nicht so die NEOS. In ihrem dringlichen Antrag schreiben sie, und das muss man sich immer mal auf der Zunge zergehen lassen, das Programm Sprungbrett habe 339 Millionen Euro verschlungen. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen wurde halbiert, Menschen haben neue Zukunftsperspektiven und Jobs bekommen und Sie schreiben von verschlungenem Geld. Wie zynisch kann man bitte sein? Was machen die NEOS noch in ihrem dringlichen Antrag? Sie setzen sich für eine Senkung der Lohnnebenkosten aus. Sie führen aus, dass ein Drittel der Lohnnebenkosten keine Versicherungsleistungen darstellen, sondern in die öffentlichen Budgets des Bundes, der Länder und auch der Gemeinden fließen. Das stimmt. Was Sie aber nicht dazu sagen und nicht ausführen, ist, was mit diesen Geldern passiert. Was passiert denn genau mit diesen Geldern? Ein Teil davon wandert in den FLAF, fließt in den FLAF, in den Familienlastenausgleichsfonds. Da muss man wissen, dass aus diesem FLAF wichtige Leistungen zur Familienpolitik finanziert werden, wie zum Beispiel die Familienbeihilfe oder auch das Kindergeld. Ein Teil davon fließt in die Wohnbauförderung, damit leistbare Wohnungen gebaut werden können. Und ein weiterer Teil fließt in die Kommunalsteuer, ein weiterer Teil fließt in
die Kommunalsteuer zur Erinnerung. Die Kinderbetreuung fällt größtenteils in die Zuständigkeit der Kommunen, zum Beispiel der Kindergartenbau oder auch die Erhaltung. Und auch die Gehälter der Elementarpädagoginnen werden zum Teil aus diesen kommunalen Budgets finanziert. Ich lese also im Dringlichen Antrag, dass NEOS Lohnnebenkosten senken möchte. Aber was ich vermisse, ist ein Vorschlag für die Gegenfinanzierung. Wie finanzieren wir Familienbeihilfe, Kindergeld, den Bau von leistbaren Wohnungen oder den Ausbau von Kinderbetreuungsplätzen, wenn hier eine wichtige Einnahmequelle wegfällt? Wie machen wir das? Wie machen wir es? Ich lese das hier nicht, das vermisse ich. Vermögensteuernkollegen, darüber können wir sehr gerne reden. So Mary Dysoski, sie ist Frauensprecherin im Grünen Parlamentsclub. Sie entgegnet der Kritik der NEOS, dass es in der österreichischen Arbeitsmarktpolitik keineswegs Stillstand gebe und nennt einige Projekte, die die Regierung in den letzten Jahren umgesetzt hat.